Diese Aufnahmen aus dem US-Freizeitpark SeaWorld in Kalifornien sind 6 Jahre alt, wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Während einer Orca-Show wird Trainer Ken Peters auf einmal von der Orca-Kuh Kasatka angegriffen. Sie beißt ihm ins Bein und zieht ihren Trainer unter Wasser. Wie ein Spielzeug wird Ken Peters unter Wasser immer wieder umhergeschleudert. Hin und wieder taucht Orca Kasatka auf, so kann Ken Peters Luft schnappen. Befreien kann sich der Tiertrainer jedoch nicht. Und auch seine Kollegen am Beckenrand versuchen vergeblich, den Orca abzulenken. Obwohl Ken Peters in Lebensgefahr schwebt, bleibt er erstaunlich ruhig. Erst nach mehr als 10 Minuten lässt Orca Kasatka ihren Trainer kurz los. Der nutzt den Moment und schwimmt um sein Leben zum Beckenrand. Die Aufnahmen wurden nun im Rahmen eines Prozesses gegen SeaWorld veröffentlicht. Der Vorwurf, der Freizeitpark setze seine Mitarbeiter zu großen Gefahren aus. Ken Peters hatte bei dem Angriff noch Glück. Er kam mit einem gebrochenen Fuß und mehreren Bisswunden davon. Ein paar Jahre später wurde in SeaWorld eine Tierpflegerin von einem anderen Orca vor den Augen der Zuschauer totgebissen.